Hallo, meine lieben Gamer. Heute müssen wir mal wieder reden über die Lautstärke der PS5, über das Summen, Rauschen, Spulen, Fiepen und eventuelle Klackern der neuen Sony-Konsole. Also, los geht's. Die PS5 ist ja jetzt erst knapp nicht mal eine Woche auf dem Markt und es gibt schon erste Berichte darüber, dass sie eigentlich nicht so leise ist, wie sie vielleicht uns suggeriert wurde. Aber nichtsdestotrotz gibt es einige Berichte, wie gesagt, die eben sich beschweren über ein Rauschen, ein Summgeräusch, über Spulenfiepen. Und in diesem Video möchte ich mal ein bisschen darüber reden und ein bisschen einfach nur meine Meinung dazu sagen. Ich mache jetzt da keine Messungen oder so, das hatte ich schon mal in einem anderen Video, wo wir auch die Lautstärke von der PS5 auch mit der Xbox Series X verglichen haben. Und es gibt meines Erachtens im Grunde 4 verschiedene Geräuschquellen an der PlayStation 5. Das ist kurz, ich erzähle es euch erstmal kurz. Es ist das Lüftersummen, das normale. Es ist ein etwaiges Spulenfiepen, das vorkommen kann, aber nicht muss. Dann gibt es noch ein komisches Klackergeräusch, was nicht normal ist. Das zeige ich euch auch nachher. Und dann gibt es noch Fremdgeräusche, die quasi von weiteren Geräten in und an der PS5 kommen können. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Lüftersummen. Also zunächst mal, meine PlayStation 5 hört sich im Betrieb so an. Und das ist meines Erachtens einfach ein normales Lüfterrauschen ohne irgendwelche Probleme. Es ist klar hörbar, wenn man nah dran ist an der PS5, aber sobald ich mich weiter wegsetze, einige Meter, dann höre ich das nicht mehr. Ich höre es allerdings vielleicht, wenn ein Spiel unter Volllast läuft, denn dann geht man hört es genau, der Lüfter dreht ein wenig hoch, das ist hörbar. Es ist erheblich, erheblich leiser als bei jeder PS4, die ich hatte. Es ist allerdings auch ein Stückchen lauter als bei der Xbox Series X, die so ein derartige Lautstärke-Probleme nicht hat. Da kann es natürlich auch sein, dass euer Lüfter vielleicht ein bisschen leiser ist oder ein bisschen lauter. Das könnte auch natürlich daran liegen, dass es sich, dass der Lüfter eventuell ein wenig unrund läuft. Dann könnte es eventuell sogar helfen, wenn das ihr die PS5 nicht vertikal aufstellt, sondern horizontal aufstellt. Eben entsprechend mit dem Standfuß und natürlich nur, nachdem sie ausgeschaltet wurde. Ja? Dann geht es weiter zur zweiten Geräuschquelle. Das berühmt-berüchtigte Spulenfiepen, das gerade sehr, sehr groß aufgebauscht wird und auch bei vielen Leuten vorkommt aber auch bei vielen Leuten quasi unmerklich ist. Ich gehe dazu rüber zu einer interessanten Definition und zwar von der Seite basictutorials.de, die, wie ich finde, eine sehr gute Definition von dieser Thematik auf ihrer Seite haben. Und zwar heißt es hier, was ist Spulenfiepen? Technisch betrachtet ist das Phänomen des Spulenfiepens schnell erklärt. Es handelt sich um ein unangenehmes metallenes Geräusch, das auftritt, wenn eine elektrische Komponente aufgrund der durch sie fließenden Energie zu vibrieren beginnt. Ja, besonders häufig tritt Spulenfiepen bei Spannungsreglern auf. Okay, ja, die fließende Energie, also der fließende Strom, bringt die Verdrahtung dazu, in unregelmäßigen Abständen zu vibrieren, was zu einem unangenehmen, aber auch besonders auffälligen Geräusch führt, ja. Spulenfiepen tritt in einem gewissen Rahmen in beinahe jedem elektrischen Gerät auf. Meist werden die Töne jedoch in Frequenzbereichen, entstehen dabei die Töne in Frequenzbereichen, die vom Menschen nicht wahrgenommen werden können. Also, Spulenfiepen ist quasi ein typisches, ich sage jetzt mal, Elektrogerät-Problem, das überall auftritt. Beispielsweise auch bei Monitoren, am PC vor allen Dingen, sei es im Netzteil oder an der Grafikkarte, es kann überall auftreten. Und naja, manche hören das, manche nicht. Was mir jetzt aufgefallen ist, weil ich jetzt auch ein bisschen super sensibel geworden bin dahingehend, ist, dass einer meiner Monitore ein Fiepen von sich gibt. Vor allen Dingen, wenn ich den Eingang wechsle oder die Auflösung wechsle, dann ist plötzlich so ein irres Summen zu hören, sehr, sehr hochfrequent. Und das kann eben auch an der PlayStation 5 vorkommen. Muss es nicht, aber beziehungsweise
Tut's höchstwahrscheinlich schon, bloß ist die Frage, ob ihr es hört, ob ihr quasi in so einem hohen Frequenzbereich euer Gehirn noch quasi das erkennen kann oder nicht. Und das Problem ist jetzt, wie gesagt, das Problem ist beim PC-Bereich auch relativ verbreitet, sage ich mal. Am PC kann man dann natürlich was dagegen tun, indem man quasi beispielsweise Dämmung einbaut oder die Grafikkarte tauscht etc. Das geht alles natürlich an der PlayStation nicht. Und deswegen kann man gegen Spulenfiepen an sich nichts tun. Allerdings muss man, wie gesagt, das differenzieren eben vom Lüftergeräusch. Das ist nämlich ein anderes Geräusch als das Spulenfiepen. Und grundsätzlich noch ein Hinweis, ist Spulenfiepen schädlich? Ja? Obwohl das Geräusch eine Beschädigung des Computers oder in dem Fall der PlayStation vermuten lässt, besteht kein Grund zur Sorge. Das Fiepen ist zwar äußerst unangenehm, weist jedoch nicht auf einen Defekt hin. Es handelt sich vielmehr um eine normale Nebenwirkung des normalen Betriebs. Fühlst dich von diesem Geräusch nicht gestört und bist einzig in Sorge um deinen PC oder der PlayStation, kannst du dich wieder von nun an wieder beruhigt zurücklehnen, heißt es hier. Und ja, es ist trotzdem natürlich für manche besorgniserregend. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich ein Problem, das harmlos ist. Die Frage ist, ist das jetzt ein Garantiefall oder nicht, worüber sich wahrscheinlich auch die Experten streiten, weil im Grunde Spulenfiepen ist kein Defekt, wenn das hörbar ist. Ich denke allerdings, dass bestimmt Händler bzw. der Hersteller da kulant sein kann und euch ein Austauschgerät geben kann. Das Problem ist, dass aktuell die PS5 überall ausverkauft ist. Alle Geräte wurden verkauft. Deswegen, wenn ihr ein Austauschgerät haben wollt, das kann einige Wochen dauern. Ihr könnt das gerne umtauschen, nur dann ist die Wartezeit sehr lange. Es geht weiter zu einer dritten Geräuschquelle, die man, ich sag mal, weitläufig als Klackern wahrnimmt, beziehungsweise die als Klackern mehr oder weniger bekannt ist, und das ist kein normales Geräusch. Das ist nämlich aber auch ein Geräusch, das bei manchen Leuten schon bisher aufgetreten ist, und das ist beispielsweise auch bei einem Twitter-Account vorgekommen, den Frank Supercell. Bei dem ist tritt folgendes Geräusch auf. Und das ist kein normales Geräusch. An sich deutet das auf einen Defekt hin, aber dazu komme ich gleich. Das ist definitiv kein normales Geräusch. Das ist auch kein normales Lüftergeräusch. Und das wird allerdings, aber dieses Geräusch wird aber auch verwechselt mit Spulenfiepen. Das ist allerdings wieder ein Geräusch, das eine ganz andere Ursache hat. Dieser Frank, der ist ein ziemlich schlauer Kerl. Der hat sich nämlich gedacht, er schraubt mal seine PS5 auf. Und das Krasse ist, er stellt dabei fest, dass in dem Lüfter, also da, wo der Lüfter drin ist, in dieser Ausbuchtung, ein kleiner Aufkleber sich verbirgt, ein Label, das sich gelöst hat. Und dieses Label quasi verfängt sich im Lüfter. Das heißt, der Lüfter klackert an dem Teil ständig dran und das macht dieses Geräusch. Und es ist scheinbar so, dass bei einigen oder zumindest, ich würde mal sagen wenigen PS5-Geräten dieses Label tatsächlich sich löst, weil das ist nicht normal, dass sich das löst, und eben entsprechend ja in den Lüfter reinhängt und eben so ein Klackergeräusch verursacht, so ein Hochfrequenzes, was wirklich nicht schön ist. Und er hat es einfach aufgeschraubt, hat bei einer PS5 die Seitenplatten weggemacht. Und er hat danach den Lüfter rausgeschraubt. Um den Lüfter rauszuschrauben, braucht ihr einen Sicherheitstorx-Schraubenzieher oder einen entsprechenden Bit-Einsatz. Das geht nicht mit einem normalen Schraubenzieher, sage ich mal. Aber eigentlich kann man damit dieses Problem zumindest lösen. Also einfach quasi den Lüfter aufmachen. Den muss man nicht mal vom Netz trennen. Den kann man einfach wegklappen. Vorsichtig natürlich. Und eben dieses Label entweder wegschneiden, rausziehen oder abschneiden, wie auch immer. Problem ist natürlich, ihr müsst euch dann bewusst sein, dass dadurch eure Garantie verloren gehen könnte. Wobei dann sich auch wieder die Experten streiten, ob man ein Gerät aufschrauben kann und trotzdem die Garantie behalten kann, weil man ja eigentlich im Grunde das Recht hat, Geräte selbst zu reparieren bzw. zu warten. Nichtsdestotrotz ist das eine Problemlösung für den Fall, dass ihr dieses Geräusch eben habt. Es klingt ein wenig wie ein Rasierer. Also wenn eure PS5 wie ein Rasierer klingt, ist es höchstwahrscheinlich, dass irgendwas lose ist. Da auch der dringende Hinweis an euch, meine lieben Leute. Die PS5 hat sehr große Lüftungsschlitze, vor allen Dingen an der Oberseite.
Und da können sich ganz schnell Fremdkörper drin verfangen, beziehungsweise können dort reingelangen in das Gerät. Und das Problem ist, von der Oberseite gelangt dieser Fremdkörper ganz schnell durch dieses Gitter in den Lüfter hinein. Und das ist natürlich unschön. Das heißt, da müsst ihr echt aufpassen und entsprechend natürlich ja, eure PS5, ich will es euch sagen, nicht schützen, aber aufpassen, dass ihr eben da eben kein Staub, Schmutz oder sonst was irgendwie hineinverfrachtet, also pfleglich das Gerät behandeln. Was eigentlich logisch sein sollte, ich wollte das allerdings noch bloß an dieser Stelle nochmal sagen. Nicht zuletzt möchte ich über weitere Geräusche reden, die von der PlayStation kommen können, zumindest indirekt, und zwar Fremdgeräusche. Und damit meine ich Geräusche wie beispielsweise das Brummen vom Laufwerk. Wenn ihr eine Disc einlegt, läuft die Disc erstmal an und erzeugt natürlich auch ein gewisses Geräusch, ein Brummen. Das hört sich eben so an. Und das ist ein ganz normales Geräusch. Das ist ganz ähnlich wie an der PS4. In meinem Fall ist das ein wenig leiser, aber es ist hört sich genauso an wie an der PS4. Außerdem, was auch Geräusche erzeugt, ist beispielsweise eine externe Festplatte, die hier dranhängt. Meine Festplatte, die externe, die macht auch ein leichtes Geräusch. Weil klar, ist eine ganz normale HDD, die eben eine gewisse Geräuschquelle ist. Die ist in meinem Fall ein wenig leiser als die PS5, aber nichtsdestotrotz, wenn man genau hinhört und mit seinem Ohr dran, nahe dran geht, hört man die ganz klar. Eine weitere Geräuschquelle als Fremdgeräusch ist beispielsweise die Processing Unit von PlayStation VR. Ich habe hier gestern und in den letzten Tagen auch PlayStation VR getestet, inklusive der, dazu braucht man diese Processing Unit. Und da habe ich dann irgendwann festgestellt, Mensch, die PS5 ist ja ganz schön laut mit PlayStation VR. Bis ich gemerkt habe, nee, Moment mal, die Processing Unit hat ja auch einen Lüfter drin und die ist lauter als die PS5. Auch eigenartig, ja. Und so geht's weiter. Also ich hatte ja auch das Gefühl beispielsweise beim Lenkradtest, dass meine PS5 lauter ist. Und bis ich auch festgestellt habe, nee, Moment, das ist der Lüfter im Lenkrad. Es sind lauter so kleine Dinge, die eben dazu beitragen können, dass ihr vielleicht nervös werdet, weil die PS5 plötzlich lauter ist, obwohl es sich gar nicht um die PS5 handelt, sondern etwas anderes. Aber das sind jetzt mal so kurz die wichtigen Geräuschquellen, die es aus einer PS5, in der PS5 gibt. Und wie erwähnt, also das Summen vom Lüfter ist normal. Das Spulenfiepen kann vorkommen, kann auch nicht vorkommen. Es ist harmlos und im besten Fall stört es euch nicht. Dann gibt es noch dieses Klackergeräusch, das klingt wie ein Rasierer. Das ist eben dieses Label, das sich irgendwo oder irgendein Fremdkörper, der im Lüfter irgendwie mit drin hängt. Sollte man entfernen. Und dann gibt es auch noch die Fremdgeräusche vom Laufwerk oder von anderen Geräten. Meine lieben Leute, das ist jetzt mal mein kurzes Infovideo zum Thema Geräusche, die an der PS5 vorkommen können. Und ich würde sagen, lasst euch nicht verrückt machen, so grundsätzlich. Denn solange eure PS5 leiser ist als eure alte PS4, würde ich sagen, ist alles easy. Nur wenn es wirklich, wirklich brutal laut wird, dann kann es eben wirklich ein Garantiefall sein. Und es ist auch so, dass ich oft bei Videos beobachte, auch auf YouTube, dass Geräusche viel, viel lauter herüberkommen, als sie in der Realität sind. Was natürlich auch daran liegt, dass man mit dem Mikrofon nah an so ein Gerät dran geht. Das ist bei meinen eigenen Videos genauso und auch jetzt gerade bei diesen Beispielen, die ihr jetzt gehört habt. Das hört sich alles lauter an, als es in Wirklichkeit ist. Je nachdem, wie man sich das eben, auf welchem Gerät man sich das auch anhört. Aber letztlich denke ich, wird das ganze Problem vielleicht ein wenig überbewertet. Und ich denke, dass aktuell nur wenige Geräte, vor allen Dingen PS5-Geräte, eben ein wirklich deutlich vermerkbares Spulenfiepen haben. Und natürlich auch ein Lüftergeräusch, das aber eben da ist. Und wie gesagt, wenn das Ganze leiser ist als eure PS4, würde ich sagen, ist alles im Rahmen. Meine lieben Leute, ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder auf diesem Kanal. Macht's gut und bis dahin.